Moin Moin aus Madeira, Koi der Finnische mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich weiteren Squad-Battle für euch am Start. Heute haben wir als Budget 2 Millionen. Und ja, wenn euch die Serie gefällt, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Über 200 Likes würde ich mich extrem freuen. Darüber hinaus, wenn ihr keine Videos und keine Streams verpassen wollt, ja, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel wie immer, sondern ja, wir starten direkt rein. Heute haben wir mal ein bisschen was anderes am Start. Nämlich fange ich im Tor wie immer an. Nämlich haben wir da Neuer. Ich habe auf jeden Fall diesmal nicht Varane oder Gomez am Start. Das kann ich euch sagen. Ja, Manuel Neuer auf jeden Fall ein grundsolider Torhüter. 89er Bewertung, 87 Diving, 87 Handling, 91 Kicking, 89 Reflexe. Positioning hat er 86 bei einer Körpergröße von 1,93. Was absolut nice ist für einen Torhüter in FIFA 21. Und ja, dementsprechend kann man mit Manuel Neuer nicht allzu viel falsch machen. In der Verteidigung haben wir diesmal Van Dijk. Normalerweise spiele ich da ein Gomez oft, aber ich dachte mir, warum denn nicht einfach mal ein bisschen Abwechslung einbringen mit einem Van Dijk. Ja, Van Dijk auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Innenverteidiger. Ich muss sagen, die Pace ist natürlich ein bisschen schwierig bei ihm, im Gegensatz zu zum Beispiel so einem Kyle Walker in Form oder so einem Gomez. Aber ich finde trotzdem Van Dijk ein grundsolider Innenverteidiger. Also wenn mir jemand sagt, Van Dijk ist absolut schlecht, die Meinung teile ich auf jeden Fall überhaupt nicht. Ja, er ist 1,93 groß. Das Geile bei ihm vor allem ist, wenn ihr Eckball habt, ne, einfach Van Dijk anwählen und dann ja, gewinnt Van Dijk zu 99% die Kopfballduelle. Das ist halt mega nice, ne? Weil er halt 90 Jumping hat und echt riesig ist. Und darüber hinaus 90 Interceptions, 83 Defensive Awareness, Standing Tackle 93 und Slide Tackle 86. Als LIV haben wir einen Spieler, der wahrscheinlich die Bayern verlassen wird, in Richtung Madrid, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, gibt es auf jeden Fall dazu Gerüchte, dass er zu Real Madrid geht, nämlich David Alaba, die UEFA Champions League Road to the Final Karte. Ja, 1,81 groß, 3 Skill Moves, 4 Weak Foot, 80 Sprints mit 81 Acceleration. Was ich bei ihm einfach extrem feier ist, dass er einfach auch noch dribbeln kann als Verteidiger. Ich meine, wir haben hier Short Passing 88 und Dribbling 80, 81 Beweglichkeit 80, 81 Dribbling, 87 Ballkontrolle, 92 Reactions, Balance 81 und Ruhewert 88. Dabei Interceptions 88, Defensive Awareness 89, Standing Kick 87 und Slide Tackle 86. Das ist schon sehr, sehr stark und dementsprechend David Alaba auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Links haben wir dann seinen kongenialen Partner, nämlich den guten Davis, in der ganz normalen Variante, weil alles andere würde viel zu teuer sein und die 86er Variante von Davis ist halt ein bisschen zu teuer für das Budget. Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, aber die normale Karte von Davis ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. 4 Sterne Skill Moves, 4 Weak Foot, 93 Spin Speed, 96 Acceleration. 79 Ausdauer, 77 Jumping, was voll in Ordnung ist. Short Passing 77, Bike Controller hat er sehr, sehr gut. Dribbling 85 als Linksverteidiger, Beweglichkeit 85. Also mit Davis könnt ihr nicht allzu viel falsch machen, würde ich zumindest behaupten. Rechts haben wir jemanden aus meiner Mannschaft, ein sehr, sehr guter Rechtsverteidiger, nämlich der gute Kai Walker. Wir können mal schauen, wie viel Spiel ich bisher mit ihm gemacht habe. 187, 4 Tore. Und 13 Vorlagen, ist 1,83 groß, 94 Spin Speed, 90 Acceleration, ja, Standing Tackle 83, Slide Tackle 82, Stamina 89, Jumping 83, Stärke 79, Aggression 78 und Short Passing und Long Passing sind 76 und 78, Ball Control 79, Reactions 84, Dribbling 79 und der Ruhewert ist 75. Ja, voll in Ordnung, wie ich finde, ein sehr, sehr stabiler Rechtsverteidiger. Gehen wir zum nächsten Spieler, da haben wir Wijnaldum. Ja, Wijnaldum auf jeden Fall auch ein Spieler, der ja, sehr, sehr beliebt ist bei den Spielern. Ich habe jetzt die 87er Karte genommen von ihm. Was mache ich hier? Gefettfinger, Bruder, Hilfe. Wijnaldum, der 87er hier ist er. 78 Pace, 88 Dribbling, 81 Defending, 81 Physis. Was ich bei ihm schätze, ist einfach 4 Skill Moves und 4 Weak Foot, aber nimmt da ja 95 Ausdauer. Bro, 95 Ausdauer als Sechser. Was ein Traum, wirklich krank. Dazu noch 86 Beweglichkeit, 90 Balance, Ballkontrolle 90, 87 Dribbling, 88 Ruhewert. Also ein richtiger Allrounder, keine Städte schlägt als 78 und der passt auf jeden Fall sehr, sehr gut ins Budget. Der zweite Sechser oder Achter, je nachdem welche Formation ihr spielen möchtet, ist in dem Fall der gute Pogba. Ja, Pogba, glaube ich, müsste ich auch nicht allzu viel sagen, die normale Variante. Ich würde tatsächlich mit dem Team auf FIFA 2 spielen, dazu komme ich aber später. 1,90 groß, 79 Sprint Speed, darüber hinaus dann noch 82 Jumping,
88 Vision, Short Pass ist er sehr, sehr gut. Long Passing ist er sehr, sehr gut mit 91, Short Pass 86. Und ja, insgesamt einfach eine sehr, sehr gute balancierte Karte, außer halt den Defensivwerten. Gerade bei der normalen Karte ist das ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, dazu komme ich gleich. LZM haben wir dann noch den nächsten Spieler, nämlich der gute Joshua Kimmich. Ja, Kimmich, die 89er Variante, also der Inform. Ich mag Goretzka eigentlich meistens mehr als Kimmich, aber ich dachte mir, warum nicht Kimmich einfach die Inform-Variante einbauen? Ich meine, er hat viel Weakfoot, er hat nicht die schnellste Pace, deswegen bitte einen Shadow drauf tun als Campstyle. Allerdings 97 Ausdauer, 91 Aggression, 89 Reaction, 2 Kontrolle 86, Dribbling 84, 86 Ruhewert, Shotpass 88, auch langer Pass kann er, Flanken kann er, die Übersicht hatte. Also der hat schon echt sehr, sehr gute Stats, wie ich finde, und deswegen könnt ihr gerne mal Kimmich ausprobieren. Also ich mag Kimmich sehr und ihr könnt auch mal Goretzka ausprobieren, aber ich persönlich habe jetzt mal Kimmich eingebaut, um ein bisschen Varianz reinzubringen. Vorne haben wir dann einen Inform, den ich absolut mies feier. Nämlich ist das der gute Saint-Maximin, der hat mittlerweile eine 86er Karte. In dem Fall haben wir hier den LM, 95 Pace, 95 Acceleration, 5 Skill Moves, 4 Weak Foot, 81 Ausdauer, 84 Shot Power, 75 Long Shots und 96 Beweglichkeit. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann Dribbling 94, einfach alle Metastats hat er auf jeden Fall am Start. Rechter Flügel dann jemanden, der auch nicht oft kam jetzt in der Scorpio-Serie, aber ich möchte ein bisschen Varianz reinbringen, deswegen ist hier Salah am Start. Wie gesagt, nicht mein absoluter Lieblingsspieler in FIFA, aber er ist halt jetzt am Start und er ist kein schlechter Spieler. Aber er ist auf jeden Fall nicht mein Favorite, trotzdem habe ich ihn eingebaut, 4 Skill Moves, 92 Sprint Speed, 94 Acceleration, 91 Finishing, was in Ordnung ist, Crossing ist in Ordnung, 85 Ausdauer ist auch voll in Ordnung, 75 Stärke, okay, 91 Beweglichkeit, 90 Dribbling, 90 Ruhewert, 91 Balance und 92 Reactions. Vorne haben wir dann noch Anthony Martial, auch natürlich ein absoluter Meterstürmer und kostet halt nichts, das heißt, das Budget ist ja auf jeden Fall eingehalten worden. Also es bleibt alles im Budget. Wir haben jetzt 2.058.000, also 58.000, wenn ihr die irgendwie noch zusammenkratzen könnt, wäre das auf jeden Fall nice. 89 Sprint Speed, 85 Finishing, 83 Shot Power, 76 Stärke, 77 Ausdauer. Und bei ihm sind halt auch noch die Skill Moves ganz nice. Dazu die Körpergröße, er ist relativ groß mit 1,84. Ingame-Formation und heute mal was komplett anderes. Also sonst normalerweise immer FIFA 2, aber. Ja, auf Dauer wird das ein bisschen langweilig, deswegen habe ich mal eine andere Formation. Probiert gerne mal die enge Raute aus. Ich habe hier Kimmich auf der 6, weil er einfach der langsamste von allen ist, von den drei 6ern bzw. 8ern. Dann Pogba auf LZM und Wijnaldum auf RZM. Salabi auf die 10 gestellt und Saint-Maximin und Marcel dann vorne. Das ist mal eine Variante, die man spielen kann in-game. Probiert es gerne aus. Wie gesagt, bei dem Team ist es halt so, dass man die FIFA 2 ein bisschen schwieriger spielen kann. Aber die enge Raute geht auf jeden Fall auf oder jede Formation, wo ihr drei Mittelfeldspieler habt. Deswegen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da. Darüber hinaus würde ich mich auch sehr, sehr über ein Abo freuen. Wie gesagt, 200 Likes wären sehr, sehr fresh. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Anschauen. Euer Crazy Finisher. Ciao.